Tansania. Afrika wie aus dem Bilderbuch. Die beeindruckende Tierwelt der Serengeti. Die Maasai und ihre traditionelle Kultur. Sansibar, die Tropeninsel im Indischen Ozean. Viele Touristen kommen jedes Jahr ins Land, auch weil es eines der politisch stabilsten auf dem Kontinent ist. Doch Tansania gehört auch zu den ärmsten Ländern der Welt. Auf dem Land leben die meisten Menschen. Als Händler oder Selbstversorger sichern sie ihr Auskommen. Die Infrastruktur ist sehr eingeschränkt. Es gibt kaum Straßen. Bildung ist Mangelware. Viele versuchen mit einfachen Tätigkeiten etwas zu verdienen. Ganze Regionen sind von Entwicklung abgeschnitten. So auch im Norden, wo die Maasai mit ihren Viehherden leben. Bei ihnen dreht sich alles um ihre Kühe. Sie sind Nahrungsquelle und Statussymbol zugleich. Doch ihre Lebensgrundlage wird durch Trockenheit und schrumpfende Weidegebiete eingeschränkt. Die Rollenverteilung ist bei den Maasai zwischen Mann und Frau klar getrennt. Die Männer sind verantwortlich für die Rinder und die Sicherheit der Dörfer. Die Frauen für Familie und Haushalt. Oft eine kräftezehrende Arbeit, denn Holz und Wasser zum Kochen müssen sie mühsam herbeischaffen. Doch Mitsprache haben sie nicht. Mädchen werden oft schon im Kindesalter mit älteren Männern verheiratet und bekommen dann selbst schnell Kinder. Schwester Lea kümmert sich seit mehr als 10 Jahren um die Maasai. Besonders die Entwicklung der Frauen liegt ihr am Herzen. Das Leben der Frauen ist sehr hart, denn sie werden gezwungen, jemanden zu heiraten, den sie nicht gewählt haben. Dann haben sie viele Pflichten. Die Frauen sollten selbst über ihr Leben entscheiden können. Doch das geht nur mit Bildung, auch höhere Schulbildung wie auf dem College. Denn sie wollen lernen. Deshalb haben die Schwestern eine Schule gegründet. Auch ein Kindergarten gehört dazu. Schon die Jüngsten lernen hier mit Begeisterung. Mädchen wie Jungen. Damit auch Maasai-Mädchen die Schule besuchen können, haben die Ordensfrauen viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Mit Erfolg. Ende des 19. Jahrhunderts brachten Missionare das Christentum nach Tanganyika. Im Süden gründeten deutsche Benediktiner die Abtei Ndanda. Auf dem Festland Tansanias gehört heute ein Drittel der Bevölkerung zu den Christen. Ausgelassen feiern sie ihre Feste. Der Glaube ist für Tansanias Christen eine feste Größe im Leben, den sie nicht nur bei Festen ausleben. In Ndanda kommen regelmäßig kleine christliche Gemeinschaften zusammen, Familien aus einem Dorf. Sie treffen sich auch schon mal unter freiem Himmel. Sie kommen zusammen, beten gemeinsam und sie helfen denen, die dringend Hilfe brauchen, den Armen. Ihnen stehen die Mitglieder der kleinen christlichen Gemeinschaften bei. Daraus entstand USIMA, ein Netzwerk von geschulten Freiwilligen. Seit 2006 betreuen sie HIV- und AIDS-Patienten in den Dörfern und arbeiten eng mit dem Krankenhaus der Abtei zusammen. Christen wie Muslime helfen hier gemeinsam. In kleinen Gruppen besuchen sie die Patienten. Lange Zeit war AIDS eine tödliche Krankheit. Heute können Patienten mit guter Betreuung ein fast normales Leben führen.
Die Usima-Helfer besuchen auch Menschen mit anderen chronischen Krankheiten. Sie sorgen dafür, dass die Betroffenen rechtzeitig einen Arzt aufsuchen, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Sansibar, das Tropenparadies vor der Küste Tansanias, galt lange als das Sinnbild für religiöse Toleranz. Im Gegensatz zum Festland leben auf dem Inselarchipel überwiegend Muslime. Die Christen sind nur eine kleine Gruppe. Das Zusammenleben lief friedlich. Doch in den letzten Jahren verübten islamistische Terroristen Anschläge auf Christen. Sogar moderate Muslime gerieten ins Ziel der Radikalen. Die Stimmung schlug um. Es war sehr angespannt. Viele Christen hatten Angst. Einige Gläubige verließen die Insel. Doch wir stehen fest zusammen. Wir ermutigen die Leute, nicht zu gehen. Wir haben das Recht, hier zu sein. Wir haben das Recht, wie jeder andere auf Sansibar. Er selbst entkam nur knapp einem Anschlag. Sansibars Katholiken sind verunsichert, doch entmutigen lassen sie sich nicht. Wie Schwester Tesha Justa. Sie organisiert Frauengruppen. Ziel ist es, mit dem Anbau von Obst und Gemüse eigenes Geld zu erwirtschaften. Mit dem Geld erlangen die Frauen mehr Selbstständigkeit und können auch ihre Kinder zur Schule schicken. Die Hibiskuspflanze Rosella, aus der Tee oder Saft hergestellt wird, lässt sich gut verkaufen. Das Projekt ist gut angelaufen. Schwester Tesha ist zufrieden. Sie haben das Projekt erst letztes Jahr begonnen. Man kann sehen, dass sie wirklich motiviert sind. Sie wollen etwas erreichen für ihre Familien und für die Gemeinschaft. Kirchliche Initiativen wie diese, der Einsatz der Freiwilligen von Usima oder die Arbeit für die Maasai machen Hoffnung. Denn sie zeigen, dass auch unter schwierigen Bedingungen etwas Positives bewirkt werden kann. Und sie tragen so zu einer besseren Zukunft Tansanias bei.